Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um meine Favorite Düfte, meine Favorite Parfüms. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute habe ich bei euch meine Favorite Parfüms mitgebracht. Das ist für jede Preiskategorie was am Start. Und ich freue mich riesig, dass ihr euch das Video anschaut, weil es sind wirklich gute Empfehlungen dabei. Alle möglichen Preisklassen sind auf jeden Fall dabei. Wirklich was für den kleinen Euro. Bekannte Sachen und teilweise auch vielleicht noch relativ neue Sachen, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Ich will aber gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit Parfüm Nummer 1. So Leute, ich habe das Ganze so aufgebaut, nicht nach Kategorie, quasi was gefällt mir am schlechtesten und am besten, sondern ich fange an, was ist am günstigsten und dann werden die Düfte halt immer ein bisschen teurer. Und wir fangen an mit dem Klassiker und ja, wer hätte es gedacht, Davidoff Cool Water, ein sehr, sehr frischer Alltagsduft, wirklich das pure Wasserelement als Parfum, was soll man sagen, idealer Alltagsduft. Und das ist wirklich so mein Duft, den ich in meiner Sporttasche habe, nachdem ich beim Sport war, Fitnessstudio, keine Ahnung, man macht sich frisch, habe ich da drin. Kostet nicht viel, ist aber sehr gut, hat sich über die Jahre sehr gut bewährt und kann ich jedem nur empfehlen. Wer wirklich einen einfachen Alltagsduft haben möchte, der immer so ein bisschen frisch ist, ich meine, muss ich nicht viele Worte drüber reden, aber habe ich halt am Start und kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall mein Duft Nummer 1. So Leute, dann kommen wir zu Duft Nummer 2. Und Duft Nummer 2 ist wirklich der männliche Klassiker, was soll man sagen? Dior Sauvage, 0,0% ein Geheimtipp. Viele Leute haben das, viele Leute lieben das. In meinem Fall Eau de Parfum, das war ein Eau de Toilette, nochmal kurz vorweg. Und ja, ist ein sehr, sehr nicer Duft, muss ich sagen. Habe ich wirklich die letzte Zeit auch sehr lieben gelernt und vor allen Dingen das Feedback der Frauenwelt, in dem Fall jetzt von meiner Frau oder von Freundinnen von meiner Frau, ist immer sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr guter Klassiker, mit dem ihr nichts verkehrt macht. Wenn ihr wirklich einen guten, einfachen Duft haben möchtet, der aber wirklich also überzeugt im Alltag oder auch im Abend oder in sonstigen Situationen, Dior Sauvage macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Sehr, sehr nice. In dem Fall hier bei mir Eau de Parfum. So Leute, dann kommen wir zu einem Duft, der relativ neu bei mir im Parfümschrank ist und zwar von Bulgari Man. Terra Essence heißt der, ist ein sehr, sehr frischer, erdiger Duft, wirklich maskuliner Duft. Kann ich wirklich nur empfehlen, geht einfach mal in die Parfümerie und so würde ich euch das Ganze auch mit allen Düften, die hier sind, einfach empfehlen. Geht in eine gute Parfümerie, egal ob Schnitzler oder Douglas oder ich sag mal Pieper oder sonstige Parfümerien oder teilweise auch in Einkaufszentren wie Bräuninger, KDW etc. Da könnt ihr sowas auch riechen. Geht einfach mal dahin, schreibt euch die Sachen vielleicht auf oder macht euch einen Screenshot von den Sachen und riecht die einfach mal. Denn es sind wirklich ein paar Düfte dabei, die nicht alltäglich sind und nicht jeder trägt. Und das ist wirklich das Wichtige daran. Erstens mal, ihr sollt euch wohlfühlen, ihr möchtet für euch selber gut riechen und natürlich auch euer Gegenüber muss euch gut riechen können. Und dafür sollte man das Ganze selber erstmal riechen und nicht einfach blind kaufen. Und das hier ist Bulgari Man Terra Essence, kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Habe ich neu am Start, trage ich allerdings noch nicht so häufig. Ist aber trotzdem nice. So, dann kommen wir zu etwas teureren Düften. Und da geht es um das Thema Leder. Und das sind meine zwei Lederdüfte. Sind auch beide schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe die beiden Parfum-Flakons schon länger, sind auch schon ein bisschen vermarkt, weil wenn man reist etc., kann sowas schon mal passieren. Und das ist eine Empfehlung, die ich euch ja wirklich empfehlen kann. Ich weiß, viele sagen, oh, ich brauche die große Flasche, dies, das, jenes. Ich kann euch empfehlen, kauft euch, auch wenn die größeren Flaschen dadurch das Ganze so ein bisschen billiger ist, ich kaufe mir immer die kleineren Flaschen. Erstens mal möchte ich das Ganze erstmal aufbrauchen. Und ich habe schon in der Vergangenheit Parfums gehabt, die ich im Laufe der Zeit nicht aufgetragen habe, weil ich zum Beispiel auch gut mixe. Jede Situation trage ich zum Beispiel an Parfums und dadurch können die kippen. Also man trägt das Parfum nicht auf. Deswegen kaufe ich mir meistens kleine Flakons, die trage ich auf und dann kann ich das Ganze wegtun. Und in dem Fall haben wir hier jetzt von Acqua di Parma Colonia Leather, ein sehr, sehr wirklich lederiger Duft, ein bisschen würzig, ein bisschen schwer. Und das Gegenstück dazu von Tom Ford, Tuscan Leather, muss man nicht sagen, ist ein sehr, sehr beliebter, alltäglicher Duft, den viele tragen. Auch männlich, dieses typische Lederjacke, dies, das, jenes Outfit, typische Männer-Outfits, kann das Ganze unterstreichen. Allerdings in dem Fall ein bisschen süßlicher. Trotzdem beide eine dicke Empfehlung, kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt mit Sicherheit noch diverse andere Lederdüfte, aber wir reden jetzt hier nur über meine Düfte, die ich am Start habe und meine Erfahrungen, die ich damit habe. Deswegen, ich möchte gar keine Diskussion losbrechen, was ist besser, es gibt bessere Düfte etc. Gibt es mit Sicherheit, will ich gar nicht abstreiten, aber das sind meine Düfte. Und die zwei habe ich und die mag ich sehr gerne.
Checkt die auf jeden Fall mal ab. Wirklich sehr, sehr, sehr gute Lederdüfte. So Leute, dann habe ich hier drei Düfte von der Private Blend Collection. Und zwar Tom Ford. Ich meine, generell ist bei vielen angekommen. Allerdings die Private Blend Collection ist auch nicht ganz so günstig. Und ich habe hier drei Düfte, die ich sehr, sehr gerne trage. Und wir fangen einfach mal an mit dem Klassiker. Generell, die zwei stelle ich nochmal zurück, nicht, dass der Fokus sich verstellt. Und zwar ist das Soleil Blanc, was soll ich sagen, der übertriebenste Sommerduft meiner Meinung nach, den es gibt. Für mich persönlich einfach. Ich liebe diesen Duft im Sommer zu tragen. Ich habe ihn auch eine ganze Zeit lang einfach so im Alltag getragen. Egal ob Winter, Herbst, Frühling etc. Ich liebe diesen Duft einfach generell, aber muss ich sagen, das ist einfach so dieses pure Sommer, wenn ihr diesen Duft riecht. Es ist einfach frisch, Unisex vor allen Dingen. Ich schreibe euch natürlich immer Details dazu. Ich glaube, jetzt schreibt mir meine Frau. Nee, meine Schwester. Für wen der Duft geeignet ist. Und ja, Soleil Blanc, sehr, sehr nicer Duft. Eau de Parfum kann ich jedem nur empfehlen. Auch hier wieder nur die kleine Flakon. So, dann kommen wir zu zwei Düften, die ich relativ neu habe. Und zwar Tom Ford Ebony Fumé. Ein sehr, sehr würziger, rauchiger Duft von Tom Ford. Ein ganz neuer Duft, kann ich jedem nur empfehlen. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Ist sehr, sehr nice. Allerdings auch nicht für den Alltag. Ich würde diesen Duft zum Beispiel eher zu einer Abendveranstaltung tragen, essen gehen oder man ist auf einem Event oder sonstiges. Dafür ist der wirklich ideal. Ein sehr, sehr männlicher Duft. Allerdings alle Tom Ford Düfte zum Beispiel von der Private Blend Collection sind natürlich unisex. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Auch Frauen natürlich können diesen Duft easy tragen, riechen auch sehr gut damit. Allerdings vermitteln zum Beispiel für mich manche Düfte einfach gewisse Szenerien oder gewisse Bilder. Und das ist für mich ein sehr, sehr männlicher Duft. Aber sehr nice, neu und ja, schon ein bisschen schwer, aber hat auf jeden Fall was. Und natürlich das Gegenstück dazu, was ich auch neu habe, Tom Ford Oudwood. Was soll ich dazu sagen? Allzeit bekannt, der typische Oud-Duft von Tom Ford. Auch Eau de Parfum, auch unisex. Das ist ein sehr, sehr guter Duft, muss ich sagen. Hat sich aber auch in den letzten Jahren bei vielen Leuten bewährt. Und den Duft freue ich mich auf jeden Fall auch in Zukunft noch weitertragen zu können, weil er wirklich hat auf jeden Fall was. Ist da was ganz Eigenes und kann ich jedem nur empfehlen. Generell diese Private Blend Collection gibt es nicht überall von Tom Ford, aber es gibt die zum Beispiel, ich sag jetzt mal, im KDW, Bräuninger, in diesen Einkaufszentren oder teilweise auch an Flughäfen gibt es sowas teilweise, könnt ihr es riechen oder googelt das einfach mal in eurer Nähe, weil nicht jeder wohnt in einer Großstadt oder in dem größten Einkaufszentrum, was es gibt. Wenn ihr sowas sucht, ihr solltet solche Sachen, die wirklich spezieller sind, einfach vorher mal riechen oder euch irgendwo eine Probe herbesorgen, sodass ihr nicht einfach was kauft und vor allen Dingen bei diesen ganzen Parfums, die nicht ganz so günstig sind, dass ihr einfach Geld rausschmeißt, dass der Duft euch im Nachhinein nicht gefällt. Deswegen checkt das gerne ab vor Ort. Aber eine dicke Empfehlung spreche ich auf jeden Fall trotzdem aus. So, und dann kommen wir zu diesen drei Düften, den hier stelle ich erstmal nochmal weg. Und zwar sind das beides Düfte von Maison Francis Cujas Paris. Einmal Amiris Homme. Ich meine, den hier gehen wir gleich drauf ein. Amiris Homme ist so wirklich, für mich so wäre das, wenn er günstiger wäre, der perfekte Alltagsduft. Sehr frisch, ich kann es nicht erklären, süßlich, hat auf jeden Fall was ganz, also sehr angenehm ist, wenn man ihn trägt und natürlich wie bei den meisten Düften, es gibt sehr viele Düfte, die schnell verfliegen und es gibt natürlich auch Düfte, die ich am Start habe, die sehr haltbar sind. Und das ist zum Beispiel ein Duft, der trotzdem haltbar ist, nicht so extrem wie manch anderer Duft, aber er verfliegt einfach schnell. Man merkt nicht mehr schnell, dass man ihn trägt. Trotzdem riecht man sehr, sehr gut damit, sehr frisch, angenehm und kann ich jedem empfehlen. Ist so ein kleiner, ja, ich würde nicht sagen Geheimtipp, aber es haben nicht so viele auf dem Schirm, weil die meisten natürlich hier drauf abfahren und das ist ein sehr spezieller Duft und ich kann euch sagen, nicht jeder mag diesen Duft und zwar ist das Baccarat Rouge 540 von der gleichen Marke Maison Francis Cujas en Paris und ich habe mir die beiden Düfte, ich glaube vor 3 Jahren im KDW gekauft. Beide Düfte wurden uns einfach so den Kollegen und mir in die Hand gedrückt und wir dachten so, ja. Und in dem Moment, wo wir weitergegangen sind und die Düfte gerochen haben, haben wir uns direkt wieder umgedreht und haben die beiden Düfte mitgenommen. Der hier ist was ganz Eigenes und wie ihr seht, ich habe den jetzt über die ganzen Jahre kaum gebraucht, weil es sehr, sehr speziell ist. Ich mag den Duft, aber ich sehe mich in vielen Situationen lieber bei anderen Düften. Trotzdem ist er sehr, sehr nice, Baccarat Rouge und es gibt mittlerweile auch größere Flakons und hast du nicht gesehen. Ich habe noch diese hier und solange ich die noch nicht aufgebraucht habe, werde ich mir auch nichts Teures kaufen. Und vor allen Dingen, ich kann euch sagen, da kommt eine kleine Empfehlung und ich war selber verwundert, weil ich das Ganze geschenkt bekommen habe.
von einer Freundin von mir. Und das ist Red Temptation von Zara. Und es ist einfach das gleiche Parfum. Natürlich sind die Öle etc., das, was hier verwendet wird, ein ganz anderes Level als bei dem hier. Aber der Duft ist fast eins zu eins das gleiche. Und es gibt diverse Parfums, wo es einfach Parfums-Zwillinge gibt, wo das bewusst nachgemacht wird. Und ich finde es schon ein bisschen krass, weil Zara bietet sowas hier für echt für kleines Geld an. Und es ist echt nice. Allerdings machen die solche Sachen damit auch wirklich kaputt, weil ich sag mal, so ein Duft kostet richtig, richtig viel Geld und das hier ist echt für kleinen Euro wieder verfügbar. Es gibt viele Dinge, die das, wo positiv und als auch negativ das Ganze gesehen werden kann. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Jeder kann das natürlich für sich selber entscheiden, aber guckt teilweise nach den Düften und es gibt Parfüm-Zwillinge, nennt sich das, wo ihr einfach Alternativen zu teuren Düften findet und den hier zum Beispiel finde ich krass. Gibt es einfach von Zara. So, und dann kommen wir zu meinen beiden letzten Düften und ich glaube auch zeitgleich meinen teuersten Düften, obwohl ich glaube Baccarat Rouge ist sogar noch teurer als die zwei, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe euch natürlich Infos und wie das Ganze so ein bisschen auf mich wirkt, immer eingeblendet, Eau de Parfum, Eau de Toilette etc. Und das sind meine beiden Xerjoff-Düfte, die ich habe, Erba Pura und Argento. Sehr, sehr gute, frische, aber auch sehr eigene Düfte. Der eine ein bisschen blumiger, der andere ein bisschen würziger. Und ich kann euch sagen, sind beide sehr, sehr nice. Aber in dem Fall muss ich sagen, die sind auch sehr teuer. Und da müsst ihr wirklich gut überlegen, ob ihr das Geld investiert. Aber der Vorteil bei solchen Parfums ist zum Beispiel, also ich sag mal die hier, das hier, diese ganzen, die meisten Tom Ford-Düfte. Einfach nicht diese günstigen Parfums. Die sind sehr langlebig, sehr langhaltig. Und dann sprüht ihr das auf Klamotten drauf und teilweise je nach Parfum kann es sein, dass es sogar noch nach dem Waschen der Klamotten danach ein bisschen riecht. Müsst ihr euch für euch selber gut entscheiden, aber die Düfte sind sehr nice. Alle wirklich empfehlenswert, aber wie ich schon gesagt habe im Video, checkt die lieber live vor Ort ab, guckt euch die an und kann ich wirklich jedem empfehlen. Das sind so aktuell meine Favorite Parfums. Und ja, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun damit und den Kanal auf jeden Fall gut unterstützen. Und ansonsten, ja, alle Infos, Links etc. findet ihr unten. Und wie gesagt, eine kleine Empfehlung, guckt teilweise nach Parfüm-Zwillingen. Da gibt es immer Alternativen zu gewissen Düften, die nicht eins zu eins gleich sind, aber schon sehr, sehr nah daran rankommt. Und da muss man für sich selber entscheiden, ob man wirklich so viel Geld ausgeben möchte oder nicht. Oder halt eben die günstigere zweite Alternative nimmt, die nicht so langlebig ist, aber trotzdem sehr nice riecht. So, das war es an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.